Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier wieder zurück zu Mad TV. Ich speichere mal noch nicht ab, weil ich finde, der Tag eigentlich läuft heute sehr gut. Das Einzige, was ich nochmal gucken könnte, wäre eventuell nochmal Nachrichten gucken. Vielleicht ist da was Aktuelles drin. Ja, 21 Uhr. Machen wir mal den 17er raus und machen wir den 21er rein. Die paar Tröten können wir uns eigentlich damit zuverdienen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja vorhin gerade noch den Spot rausgenommen von Aeroswift. Passt der morgen trotzdem? Ich brauche ja morgen auch einen Spot, der Geld bringt. Nö, passt nicht. Okay, dann nehme ich den heraus und schmeiße hier nochmal Aeroswift rein, damit wir den morgen definitiv durchkriegen. Aber wir haben 2 Tage noch Zeit und wir haben 126.000 auf der Latte. Man könnte eigentlich so einen ganzen schönen Tag lang nur mit Dings ist durchboxen, Labaget, ne? Immer schöne Mille. Ich meine, ein Spot, das ist ja der optimalste Werbetrick, den man finden kann. Immer Labaget rein. 1 Million hat man meistens immer sicher. Jetzt habe ich 1,3 Millionen. Das ist ja perfekt. So, Alien hätten wir ihn angeboten. 109, den können wir uns sogar leisten. Wenn es Star Wars gibt, wird Star Wars gekauft. Naja, aber wir haben Alien. Alien kaufe ich. Kaufen wir einfach den Alien-Teil. Warum nicht? Morgen werden wir zwar wieder mit Minus starten, aber den Alien-Teil nehme ich definitiv noch mit. Müssen wir nur aufpassen, der Film ist ab 18. Das heißt, er darf erst nach 22 Uhr gesendet werden. Wenn wir den in der 20 Uhr Vorstellung senden, kriegen wir... Wir schauen einfach mal rein, ob es wieder was Vertrautes gibt. Oh, das ist so geil, ey. Komm, den nehmen wir einfach wieder mit. Wir nehmen so lange Labaget mit, bis wir es durch haben. Eventuell könnte man hier richtig was losknallen. Ich verstehe noch nicht, warum aber auch immer die ganze Zeit jetzt gerade bei meinem Studio auch frei steht. Ich habe es doch gar nicht verkauft. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wir sind ja schon fast durch, ne? Na komm, die extra Knete muss ich mir einfach einstecken. Warum nicht die extra Knete? Heute ist ein Labaget-Tag. Ich brauche die Exaknete. Und die 4000, das ist echt ein... Es ist echt eigentlich ein geiler Spot. Baguettes in 1, 2 oder 3 Metern. Oh Mann. Das ist ein geiler Spot. Ey, 4000 dafür mal eben schnell auf bekommen. Bei knapp einer Mille. Das sind Einschaltquoten halt, ne? Zeig mal das Image her. Wie sieht denn das eigentlich bei den anderen ein bisschen aus? Oh, immer noch führend. Das ist doch mal was Geiles. So, wir haben morgen Shanghai Moon und Citizen Kane. Ah, der ist eigentlich, der kann man bringen, das ist in Ordnung. Die sind damit ganz zufrieden. Und dann müssen wir morgen mal irgendwie versuchen, doch Aeroswift durchzukriegen. Sonst haben wir morgen wieder keine Kohle. Sun ist definitiv gesetzt. Aber eventuell werde ich mit Barhaus dann den nächsten Tag anfangen und werde versuchen, einfach auf Teufel komm raus, Aeroswift morgen durchzubringen. Was ist das überhaupt? Raumfrische? Was? Faserwaffen? Oh Gott, was verkaufe ich da eigentlich in meiner Werbung? Vertrauen Sie nicht jeder Sekte. Sun, mit Geld weg Garantie. Alles klar. Wow, meine Werbung ist ja optimal hier. Könnten eigentlich jetzt wieder Labaget holen, ne? Der ist nämlich gerade wieder durchgedreht und wenn wir das nach oben gehen. Aber wir müssen Aeroswift morgen durchkriegen. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Es ist zwar echt eine schöne Extrakohle. Ich wette mit euch, er ist wieder da, ne? Wir fahren mal hoch und gucken mal. Star Wars definitiv wird behalten. Da warten wir jetzt, bis der wieder ein bisschen erfolgreicher wird. Dann senden wir den wieder ab. Wir gucken mal. Klappt das wirklich? Asketal. Labaket. Er ist immer da. Er ist immer da. Ach komm. Und wieder rein in die Packung. Eigentlich einfach, ne? Hab guten Film, bring immer schön fleißig Labaguette und du hast Kohle ohne Ende. Du kannst, naja, was weiß ich was machen. Ist auch ein einfacher Trick eigentlich. Kann man das schon als Cheaten bezeichnen? Nein, oder? Ich finde jetzt nicht, dass es Cheaten. Cheaten wäre es, wenn ich bei der Filmagentur die Filme verkaufen würde. Das wäre Cheaten. Ich finde, das ist jetzt nur Überlistung des Systems. Eine Lücke finden.
im System, kann man dazu vielleicht noch sagen. Das würde ich auch noch durchgehen lassen. Komm, kriegen wir den morgen durch. Der muss bis morgen fertig sein, ne? Sonst habe ich morgen keine Kohle. Und Sun muss bis morgen Abend fertig sein. Also der muss definitiv durch sein, Sun. Ach komm, drehen wir den schon mal ab, dann ist er durch. Bike Shop heute Abend, TWA habe ich auch noch. Ah, Labaguette, 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 Labaguette. Ein bisschen was von Geld weg haben wir ja schon gebracht. So, Labaguette ist durch. Aerosoft ist durch. Jetzt gucken wir mal nach, was die Götterwelt von Bardi uns Schönes auf den Treibholz bringt. Den Kulturschock für den Abend, aber immerhin noch fast 1 Million Zuschauer. Alter, das ist ein echtes Imagegewinn heute für den Laden. 39%. Und noch 0. Wir sind sogar am Ende noch Sieger. Boah, was ist denn hier los? Verlierer des Tages heute fand wie eindeutig. Selbst mit. Da könnte ich sogar 0, habe ich so einen Spot, der noch. Irgendwie was. Sun wäre da noch was zu bringen. Wann muss ein Dingses fertig sein überhaupt? Was bringen wir denn hier? Bike Shop, ne? Ich kann sogar sagen, wir bringen einen Sun heute Abend sogar noch. Ne, 0,5. Scheiße, nein. Wir müssen doch einen Bike Shop heute Abend bringen. Ach komm, die bisschen da. Bringen wir mal. Bike Shop ist top. Okay. Schnell, einfach, gut erledigt. Ja, passt. So, ich weiß nicht, ob wir morgen mit Minus starten werden. Ich denke aber mal schon. Na, die alte Sippe hier, die können wir gleich mal rausschmeißen. Heute Nacht gibt es keine Nachrichten mehr. Dann haben wir für morgen schon mal alles neu dabei. So, lass uns runterfahren. Halbe Stunde haben wir noch, aber wir haben ja mal ein bisschen Art gebracht, oder? Und sie hat gut eingesetzt. Also von daher, hier ist was frei. Archiv, Buchagentur und sowas alles, das kommt später. Aber ich versuche es schnell wie möglich zu erledigen, sodass wir schnell in die vielleicht mal eigenen Studioproduktionen und so reinkommen können. Im Grunde genommen ist MadTV nicht schwer, du musst einfach nur den Anfang ganz gut beherrschen. Dann geht das eigentlich relativ fix. Ne? Ich meine, die Konkurrenten schnell einen Turm aufbauen, dann die Konkurrenten schnell platt machen, dann geht das eigentlich relativ fix. Und dann läuft das auch ganz schnell. So. Gibt es eigentlich heute meinen News-Tag so? Was steht bei mir als allererstes auf dem Handy? Top-Auswahl. Netflix. Das ist das allererste, was mir heute hier am Abend jetzt auf mein Handy gerade aufploppt. Das ist Netflix. Und zwar mit Spooky in Billmore. Mhm. Dürfte mir gefallen, meine ich, vom Netflix. Guck mal rein. Warum nicht? Das ist gerade das aller. Wir haben nichts gerade zu tun. Kriegen sogar noch ein bisschen Geld. Gucken mal rein. Spooky in Billmore. Wenn jemand das kennt, soll er mir Bescheid sagen. 14.000. Yes! Wir sind sogar im Plus. Geil. Labaguette hat uns gestern richtig den Arsch gerettet. Naja, und alles, wir machen den Job nicht selber. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Ja, war klar, dass wir den Sammy nicht kriegen. Den brauchten wir aber auch ehrlich gesagt nicht. Er war unwichtig. Klar, man kann bei Betty damit ein bisschen punkten. Ist aber wirklich schwachsinnig. So, packen wir das noch rein. Da sind wir mal gerade so im Plus geschlittert hier, ey. Aber da könnte heute gut Geld geben. Wenn Aerosoft heute durchkommt, dann kriegen wir 80. Wow, da kriegen wir gut Geld. Mit Sun würden wir auch erstmal Kohle bekommen, aber mit Aerosoft kriegen wir richtig Geld. So, Flipper ist der erste Spaßpartner für heute. Dann kommt Sun. Da wird Sun hoffentlich durch sein. Da haben wir schon mal wieder Geld auf dem Konto. Und wenn wir dann heute den ganzen Aerosoft-Tag noch durchballern, na dann holtet hier über die Waldfee, du. Und dann geht's aber los. So, dreidimensionale Götterwelt im Bardi, den können wir heute verkaufen. Will ich die ganze Scheiße haben? Ja, die müssen wir ja irgendwann auch nochmal bringen. Ich weiß nur nicht, wann ich diese Rotze bringen soll. Kultur guckt eigentlich kein Mensch. Den könnte man höchstens, wenn Flipper und Terra X abgedreht sind, könnte man das Zeug im Vorprogramm noch bringen. Da wäre vielleicht sogar ganz gut was drin, aber ansonsten brauchst du die Scheiße hier nicht bringen. Okay, Schatz, alles gut. So, meine Frau stand gerade daneben, hat mich ganz komisch angeguckt. Ich weiß nicht, was los ist. So, wir müssen auch mal weitermachen hier. Ich will heute noch was reißen. Ach, seht ihr, genau, das kann ich in der Zeit noch machen. Ich kann einen neuen Tag für morgen zusammenbasteln. Kann ja ruhig weiterlaufen hier. Was hätten wir denn noch? Wir haben ja Alien, ne? Alien können wir ein Spätprogramm morgen Abend bringen. Ab 22 Uhr ist Alien-Zeit. Ich glaube, da dürfen kein
Ärger kriegen. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, dafür dürfen wir keinen Ärger kriegen. So, damit brauchen wir gar nicht erst ankommen. Darkstar ist raus. Die können wir heute auch verkaufen. Star Wars behalten wir aber. Aber Darkstar können wir verkaufen. Was hätten wir ansonsten noch? Citizen Kane, High Noon? Laufen die nicht heute? High Noon? Definitiv doch nicht. Doch, heute läuft High Noon und Citizen Kane. Wir brauchen neue Filme. High Noon, Citizen Kane. Nee, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Oder brauchen wir sie doch? Ich weiß nicht. Alien kommt sehr früh. Darkstar ist raus. Der ist richtig rausgelutscht. Man könnte es sogar noch mal wagen, einmal noch Star Wars zu bringen. Vor Alien. Wir haben auf alle Fälle ein kleines Problem mit den Spätprogrammen. So, wie weit ist Flipper da? Der ist immer noch am Laufen. Sehr schön. Macht auch seine 1,4 Millionen. Dann bringen wir hier nochmal Terra X. Wir brauchen unbedingt noch was Neues dafür. Monumental. Chivago will ich nicht unbedingt bringen. Und die beiden habe ich heute schon im Programm. Mir fehlt was für die 20 und 22 Uhr Vorstellung. Definitiv. So, Sun wird auf alle Fälle jetzt durchkommen. 1,4 Millionen. Ja, den müssen wir auch durchbringen. Jetzt, der muss heute auch durch. Aerosmith hätten wir auch bis morgen Abend Zeit, aber den müssen wir auch durchbringen. Den können wir auch dann durch. Dann können wir ja eigentlich morgen gleich erstmal schön mit Labaget anfangen. Gleich erstmal Geld aufs Konto packen. So, dann haben wir Barhaus noch, ne? Ich glaube, die müssten hier auch reinpassen. 4 Stück noch. 2. Brauchen unbedingt einen Film. Einen guten Film brauchen wir da unbedingt für. Ich weiß nur noch nicht, welchen Film ich dafür bringen werde. So, wenn wir hier unten den... Der TVA-Spot muss auch bis morgen Abend abgedreht sein. Okay, könnten wir vielleicht was bringen. Ich möchte vielleicht doch Labarhaus raus. Ich weiß noch nicht. Da muss noch was in die Kunst... Oder wir können eine Kulturscheiße bringen, aber zur Hauptzeit... das weiß ich jetzt nicht. So Ethik im Wandel zur Hauptzeit bringen? Die kotzen mich alle an, wenn ich die Scheiße da bringe. Den können wir auch zum Schluss bringen. So ein Kulturblödsinn. Gibt doch so viel Scheiße hier. Götterwelt von Bali ist auch durch. Dreidimensionaler Mensch zum Schluss. Da ist TVA weg. Terra X. Ja, passt gerade so. Mit 6 gerade drüber passt. Kritik. Presse. Müsste eigentlich, da müsste Sun gleich mal durch sein, dann kriege ich mal schon ein bisschen Geld. So, dann gehen wir mal ins Archiv und verkaufen mal noch ein bisschen was. Aber nicht Star Wars, den werden wir behalten. Und Alien behalten wir auch. Star Wars Alien, das können wir auch behalten. Ich weiß aber, von Alien wird es leider nur einen Teil, glaube ich, geben, ne? So, wer war denn abgenudelt hier? Du warst abgenudelt. Ist das Götterwelt von Bali? Ich bin mir nicht sicher. Ja, war raus. Auch kein Mensch mehr. So, du bleibst, aber Darkstar kann raus. So, die beiden Teile bleiben definitiv. Dann müssen wir auch mal gucken. Für morgen noch einen Film. Mal sehen, was die Filmagentur Schönes hat. Wo wir mal einschlagen dürfen mit. Wenn wir mal richtig Kohle haben, können wir auch irgendwann mal anfangen auf Shows und sowas alles auch mal zu bieten. Na, müssen wir ja auch mal. So. Kohle ran. Och, der hat ja richtig viel gebracht, doch. 31 immerhin. Dann kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Ich muss mal gucken, was wir hier so bringen könnten. Top Gun. Dann, Django's Rückkehr. Der Vollstrecker, der ist doch auch schon so abgenugelt. Oh Mann. Ihr habt ja aber auch wieder Scheiße hier im Fernsehen. Ben Hur. Top Gun wäre jetzt was. Der ist aktuell, weil Mad Max ist leider schon rausgenudelt. Deswegen kostet der auch nur so wenig, weil er nicht aktuell ist. Top Gun ist aber aktuell. Was Top Gun mit? Dann haben wir für morgen Film. Wir brauchen Filme. So. 1,6. Wow. Das, was ich haben wollte.
1,6 Millionen, damit dürfte ich meiner Meinung nach Leadership sein. So, muss man zwar mal ein bisschen in die Tasche greifen, aber was soll's. So, damit können wir den morgigen Tag auch schon mal durchdrehen. Ja, mal so eine Komödie mal bringen. War nicht Top Gun? Ah ne, wir erzählen unter Actionfilm, ne? Ah, Top Gun, komm. Das passt. Das ist gut, kann man bringen. So, damit können wir morgen eigentlich auch Barhaus gleich hier fertig machen. Dann hätten wir Barhaus hier morgen auch durch. Labaguette gleich schön da durchknallen. Und bei TWA bin ich mir nicht sicher, aber den können wir... Wir können auch sagen, wir machen Barhaus hier voll. Hier voll und hier voll. Na, hier. Und bringen hier noch eben kurz einen TWA-Spot rein. Und hätten hier dann nochmal Platz für Labaguette. So, und damit müssten wir eigentlich dann schon... Haben wir Doggy noch nicht durch? Haben wir den denn heute nicht durch? Wir haben den noch nicht durch? Wo muss der denn durch sein? Was ist denn das? 2,4? Oh, der muss heute auch durch. Oh. Da könnte ich mich vielleicht ein bisschen mit vertan haben mit den Spot-Scheiß, wa? Aber Aeroswift lassen wir hier trotzdem. So, dann packen wir den mal hier hin und den da hin. Dann haben wir doch nicht so viel Geld. Naja, ein bisschen Geld kriegen wir 4. Na, wenn wir den schnell abgedreht haben. Aerosmith wäre mir zwar lieber gewesen heute, weil das natürlich richtig was, aber der muss ja bis morgen Abend nur durch sein. Ah, Barhaus... Ach, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Labaguette definitiv. Wie viel muss... Ach, jetzt beginnt das Rechnen. Und kalkulieren, wenn man sich so viel auf einmal anschafft. Das ist leider so. Ah. So, meine Hunde mal eben ganz kurz beruhigen. Manchmal meckern sie ein bisschen, wenn irgendwas ist. Aber, naja, gut, müssen Hunde auch mal. So, TWA, Aerosurf. Vielleicht kann ich den früher durchhauen. Gucken wir mal. Vielleicht kriege ich den auch schon früher durch, dann ist der weg. So, TWA. Den habe ich da gepackt, damit ich da keinen Ärger kriege. Und Barhaus kann ich dann hier unten schon mal anfangen. Ja, es müsste klappen. Müsste soweit aufgehen. So, dann machen wir hier Doggy durch und gut ist. Ja. Gut, also ein bisschen Geld kriegen wir. Könnte wahrscheinlich sein, dass wir morgen mit einem Minus starten werden. Na, abwarten, Tee trinken. Das sehen wir dann, wenn der morgige Tag anbricht. So, wie es dann weitergeht, sehen wir dann hier beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit MadTV. Also bis denn.